and welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal STG Karriere. Ja, ihr habt schon im kleineren Intro gesehen. Wir sehen uns beim FC Fulham. Ich habe extrem Bock und ich habe mir dieses Mal was ausgedacht. Und zwar ist es, ich habe es schon mal gemacht, was wäre, wenn zum Beispiel hier jetzt in diesem Fall alle Centurions aus Team 1, Team 1 ist deutlich geiler als Team 2, die werden alle in den Verein gepackt und dann gehen wir mit denen durch ein, zwei Saisons, da wir natürlich mit Fulham einen Aufsteiger haben, wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Da brauchen wir auf jeden Fall zwei Saisons, um uns für Champions League zu qualifizieren und die dann am Ende vielleicht auch gewinnen zu können. Zwei, drei Saisons sind angedacht. Ich will die Champions League. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum. Sehen uns gleich beim Team wieder. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr auf solche Videos Bock habt. Zum Beispiel könnten wir nächsten Sonntag das Team of the Year in eine Mannschaft packen, inklusive dem 12. Mann. Sagt's mir einfach, habt ihr Bock darauf? Ein Was wäre wenn am STG-Sonntag oder soll ich sowas eher mal zwischendrin bringen? Lasst mich einfach wissen. Wir gehen rein, schauen aufs Team und dann geht's auch direkt los. Let's go. So, bevor ich euch die Mannschaft zeige, zeige ich euch erstmal noch einmal ganz kurz die Übersicht der Spieler aus dem Team 1. Ich werde das jetzt da, andere Seite, da, kurz für euch einblenden. Das ist extrem geil. Wir haben Neymar auf der 10, wir haben Kimpembe in der IV, wir haben Bastoni, wir haben Trent, Mahrez, also wir haben da einiges mit am Start, was sich durchaus sehen lassen kann. Jordi Alba natürlich, Szczesny im Tor, also da ist einiges geboten. Wir gucken mal kurz, wie ich die Mannschaft denn aufgestellt habe. Ich habe es hier direkt vertauscht. Natürlich soll Neymar auch auf der 10 spielen, so wie er auch als Special Card gekommen ist. Wir haben zwei Spieler als Reserve, das ist ein bisschen wenig. Ich werde, glaube ich, vielleicht noch zwei, drei Leihen beenden, einfach, dass der Kader voll ist. Und dann würde ich sagen, viel mehr wird hier eh nicht passieren. Neymar wird zum Zehner. Wir sind im 4-3-3 offensiv. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Mannschaft in der Premier League abliefern kann. Wir gehen rein, sehen uns gleich wieder im Kalender und dann geht's auch direkt los. Let's go. So, Freunde, normalerweise zeige ich euch ja immer ganz viele Transfers, aber das haben wir halt in diesem Video nicht vor der Brust. Deswegen zeige ich euch auch mal die ersten Spiele, bevor wir in die Kalendersimulation gehen. Wir spielen jetzt gegen Arsenal. Die erste dicke Aufgabe, würde ich sagen. Wir gehen mal rein, schnelle Simulation, gucken, was bei der ganzen Geschichte rauskommt. Es ist ein 2-2. Lucas Vazquez trifft und Ben Yedder, Gabriel und Jesus. Geil. Bei Arsenal. Ja, ist doch in Ordnung Start, würde ich mal sagen. So, direkt rein in Spiel Nummer 2. Ich bin noch aktuell im Überlegen, ob ich vielleicht doch Neuhaus gegen Milner eintauschen soll, weil der schon an Rating verloren hat. Wir gehen rein, schnelle Simulation gegen den FC Everton. Eigentlich von den Namen her müssten wir jetzt mal den ersten Sieg hier einfahren. Ganz, ganz stark. 2-1 ist es nur. Ben Yedder und Riyad Mahrez treffen. Mal gucken, wie es weitergeht. So, rein geht's in den Carabao Cup. Nehmen wir jetzt einfach auch mal mit. Wir gehen rein, schnelle Simulation gegen die Bolton Wanderers. Also ich glaube, da muss man eigentlich weiterkommen mit so einer Mannschaft. Aber wir kennen FIFA und ihre Simulation, aber wir kommen hier mit 3-1 weiter, ganz, ganz stark. Jordi Alba, Maxi Arnold und Lucas Vazquez treffen. Ich habe jetzt auch den Tausch vollzogen, also hat hier Neuhaus jetzt von Anfang an gespielt. Ganz, ganz wichtig. So, und das ist das letzte Spiel vor der Simulation. Wir sehen, die Fitness ist nicht so optimal. Ich hoffe, der Assistenzcoach kann da was damit anfangen und lässt vielleicht auch mal einen Vardy vorne spielen oder einen Pellegrini auf der 10. Wir werden sehen, was da am Ende bei rumkommt. Wir gehen jetzt rein ins letzte Spiel. Schnelle Simulation gegen Wolverhampton. Ich bin gespannt. Bleiben wir ungeschlagen für die ersten paar Spiele? Wäre natürlich ganz, ganz stark. Wir gucken rein. Es ist nochmal ein Sieg. Ganz, ganz wichtig. 2-1, Doppelpack, Mahrez. Sehr, sehr schön. Podence mit dem es war der Ausgleich zwischendrin, aber wir haben alles gewonnen bisher. Ganz, ganz wichtig. Oder was heißt alles gewonnen? Wir haben nichts verloren. Mein Gott. So, Freunde, ich springe erstmal zum 1. Januar, weil mich wirklich interessiert, wie es denn dann in der Hälfte der Saison ungefähr aussieht. Wir springen zum 1. Januar, sehen uns da gleich wieder. Ich hoffe sehr, dass wir hier eine ganz, ganz starke Leistung von
dem kranken Team, wir können es gar nicht anders sagen, sehen werden. Let's go, wir sehen uns da wieder. So Freunde, wir sind angekommen im Januar 2023. Wir gucken mal ganz kurz. Also hier, der Monat war richtig durchwachsen, aber hier durchaus positiv. Dann wieder, ja, es ist nicht ganz so einfach, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Wir gucken mal ganz schnell auf die Tabelle, wie wir denn da dastehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass man eventuell rausfliegen könnte. Es war halt auch mal ein Sieg dabei gegen Man City oder halt dann auch mal wieder eine Niederlage gegen Chelsea zum Beispiel oder auch gegen Tottenham gleich zu Beginn. Wir müssen gucken, wie es aussieht. Wir gehen rein, gucken auf die Tabelle. Let's go. Wow, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Es ist Platz 8 mit 32 Punkten. Boah, es wird sogar schwierig, überhaupt für Europa qualifiziert zu sein. Wir gucken mal, was in den restlichen Spielen geht. Vielleicht scheitert dieses Projekt auch schon ganz schnell. Wir werden sehen, was passiert. Ich gucke mir einmal kurz die Mannschaft an. Vielleicht stelle ich da was um und dann gehen wir in die nächste Kalendersimulation. Let's go. So Freunde, ihr seht's, wir gehen rein in die Simulation der restlichen Saison. Ich habe mal wieder verdaddelt, mir die Verträge anzugucken. Hasebe und Joaquin kann man schon nicht mehr für die nächste Saison planen, aber naja, da kommen dann ein paar Leihspieler zurück, dann ist es auch nicht so tragisch. Wir gehen rein und springen bis zum Ende der Saison. 1. Juni ist das Ziel und ich hoffe sehr, dass wir nicht rausfliegen. Ja, wenn es soweit kommen sollte, werdet ihr es natürlich erfahren. Wir gehen hier rein mit einem Sieg gegen Wolverhampton, ganz stark. Freunde, wir sind tatsächlich hier rausgeflogen. Ich verstehe die Welt nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Wie kann denn diese Mannschaft scheitern? Ja, ich werde jetzt nochmal zum letzten Spielstand zurückspringen und dann das Ganze nochmal versuchen. Ich nehme euch natürlich mit. Let's go. Wir sehen uns gleich wieder beim letzten Speicherstand. Ich hab Bock. So, wir haben natürlich draus gelernt. Ich verlängere mal ganz kurz die ganzen Verträge hier. Ach was? Hä? Der ist 41. Ja moin. Okay. Ach, und auch der beendet seine Karriere. Dann wundert mich ja gar nichts. Hier machen wir einmal eine Verlängerung. Ach Gott, lol. Cagliarella verlängern wir auch direkt. Ja, das habe ich nicht bedacht, dass die nur so... Ach, die haben ja gar nicht verlängert. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm. Naja, egal. Wir gehen in den Kalender, gucken mal ganz kurz. Ich glaube, es ist absolut der Anfang der Saison. Kannst du ja gar nicht ausdenken. Wir springen diesmal einfach zum Ende. Und falls wir rausgeschmissen werden sollten, werde ich einfach zu einem anderen Verein wechseln und dann abchecken, wie es aussieht. Ja, dass wir einfach sehen, wo die Mannschaft am Ende dann wirklich landet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie kann man denn so scheiße sein? Also wie scheiße muss man denn sein, um bei Fulham rauszufliegen? Ja, jetzt gucken wir mal, was dabei rumkommt. Vielleicht fliegen wir jetzt direkt wieder raus, dann suche ich mir einfach auf schnelle Welle einen anderen Verein und dann ist dieses Experiment vielleicht schon echt richtig, richtig schnell vorbei. Das wäre natürlich extrem bitter, weil ich mir da richtig, richtig viel davon erhofft habe. Wir gehen auf jeden Fall gut ins erste Spiel im September und verlieren dann gegen Tottenham. Naja, Pokal haben wir gewonnen. Wichtig und richtig. Und jetzt gegen Leeds nochmal ein Sieg. Wir sehen uns am Ende der Saison wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier jetzt auf uns zukommt. Nehmen wir das Ding gegen Liverpool mal noch mit. Wir geben eine Niederlage. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Auch dieses Mal sind wir rausgeflogen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Ja, Vertrag aufgelöst. Ligameister werden war das Ziel. Wollen die mich verlassen? Wir haben genau ein Jobangebot. Southampton. Wir nehmen das Ganze mal an. Let's go. Ich möchte aber nur, wie ich vorhin schon angekündigt habe, ganz kurz gucken, was denn hier mit Fulham passiert ist. Wir gucken mal, wo die am Ende der Saison landen und dann ist dieses Projekt leider auch schon echt gescheitert. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich kann es mir gar nicht erklären. Wir überspringen das Ganze mal. Gehen jetzt hier zum Ende der Saison. Wie sieht's aus? Was macht Southampton? Wie sieht die Mannschaft aus? Ja, wir gucken kurz aus, einfach aus Interesse, wie es hier aussieht. Ja, ne? Das ist ja ganz merkwürdig. Egal, wir gucken einmal kurz auf die Tabelle, wann wir denn rausgeschmissen wurden.
Ich check's überhaupt nicht. Ja, wir sind hier jetzt auf jeden Fall 13. Da höre ich doch stabil. Junge, Fulham ist 6. Was? Hä? Ach komm. Ach komm. Was ist denn das für ein Scheiß? 6. mit 49 Punkten. Also, da. Das sind über 10. Das sind noch 10 Spiele zu gehen. Und die schmeißen nicht raus. Ach man. Wahrscheinlich liegt's am Trainer. Wahrscheinlich liegt's am Trainer. Wir gehen in den Kalender und springen jetzt nochmal bis zum Ende der Saison. Ey, ist das belastend. Ist das belastend. Let's go. Einmal zum Ende der Saison. Und dann sehen wir uns da gleich. In alter Frische wieder. Let's go. So, wir sind angekommen nach dem letzten Spieltag der Premier League. Wir haben unentschieden gegen Man U gespielt. Sehr nice. Und auch hier ist der ein oder andere Sieg, ja, mit dabei. Wir gucken mal, was die Tabelle hergibt. Natürlich interessiert mich nicht so sehr, was mit Southampton ist. Ich will viel mehr sehen. Bleiben auf 13 ist okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie es denn bei Fulham aussieht. Wo sind die am Ende gelandet? Auf Platz 6. Ja, also landen da, wo ich auch war. Aber hey, vor den Spurs und vor den Wolves. Ich will auch einmal ganz schnell schauen, wie denn die Statistiken sind. Wo kann ich das sehen? Wir gucken einmal ganz kurz auf die Statistiken der Liga. Ja, Spielerstatistik. Wir gucken einmal rein. Neymar mit 19 Toren hier am Start. Wer folgt denn dann? Terrier mit 14. Sonst ist da keiner von uns dabei. Gucken wir mal Torvorlagen. Da ist es Trent mit 7. Pellegrini mit 6. Und sonst auch nicht mehr so viel am Start. Ja, also ohne Gegentor. Chesney mit 10. Viertbester Torwart. Ja, das nenne ich mal ein ganz, ganz stramm gescheitertes Projekt. Es hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe mir so viel erhofft eigentlich. Lasst mal dazu eure Meinung gerne da. Hättet ihr auch damit gerechnet, dass es so schlecht ausgeht am Ende, dass man einfach im März gekündigt wird, der Vertrag aufgelöst wird? Ja. Naja, lasst mich eure Meinung gerne wissen. Ich bin erstmal raus. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr das Ganze mit dem Team of the Year sehen wollt. Ich hätte extremst Bock. In diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fair bleiben und ciao.